und da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von YouTubers Live. Wir müssen für unsere Prüfung noch ein bisschen studieren gehen. Das Video für die Freundin ist in Bearbeitung. Bis 8. haben wir Zeit. 5. ist. Es ist schon am Hochladen. Das sollte eigentlich wunderbar funktionieren. Hoffe ich jedenfalls mal. Die neuen Aufgaben haben wir noch nicht erfüllt. Wir haben erst 7.860 neue Abonnenten. Erst ab 10.000 gibt's. Gibt es den neuen Erfolg und meist gesehen, das haben wir auch noch nicht geschafft. Ah, wir haben schon hochgeladen von ihr. Na, das ist doch wunderbar. Können wir jetzt einfach schlafen gehen und was essen. Und dann gucken wir, dass wir ein neues Video hochladen. Beziehungsweise uns dieses erstmal kaufen. Neu veröffentlicht für war hier am 26. Counter-Strike. Hier das, okay. American Match ist auch noch gut bewertet. Ne, wir bleiben nur mal bei dem. Gehen wir hier raus. Wir warten kurz, die kommen immer relativ schnell. Das ist wahrscheinlich immer per Prime versandt. Damit ihr auch wisst, bei wem wir da immer bestellen. Da ist es nämlich schon. So, dann machen wir ein neues Gameplay-Video. Von Counter-Strike. Und legen los. Haben wir jetzt wieder nichts, was besonders passt. Nehmen wir einfach das. Das passt dort wieder. Und es passt hier. Und rendern. Wieder keinen neuen Rekorder. Wir müssen da nochmal besser werden. Beziehungsweise ich. Sonst wird das nichts, weil wir wollen ja mehr Abonnenten kriegen. Und der PC ist schon wieder kaputt. Und wir gehen studieren. Denn für die Prüfung müssen wir noch ein bisschen was machen. Kann doch ein Ticket noch kaufen? Cool. Wann ist das? Am 10. Das heißt, wir können noch einmal studieren. Und dann sollte es eigentlich schon bald der 10. sein. Noch lädt's hoch, dann können wir hier ein bisschen schlafen, was essen, damit wir auf der Messe auch ausgeruht und vollgestopft sind. Was bewegt dich? Oh, noch ein neues Gaming-Video wieder von Counter-Strike, die Fortsetzung, los geht's. Ab an den PC. Und los geht's. Ladespiel, okay. Winkende Begrüßung. Du hast eine harte Aufgabe bewältigt. Singender Kommentar. Du hast eine bla bla bla.
mal hier. Und einmal da. Rendern. Zumindest haben wir da wieder mal einen neuen Rekord. Und hochladen. Und dann ziehen wir uns um und gehen auf die Games World. Und heute ist der 10. zum Event. Und jetzt müsst ihr ganz fest die Daumen drücken, denn genau an der Stelle blieb er bei ungefähr 81% hängen. Genau an der Stelle blieb er hängen. Okay, ich stoppe mal kurz die Aufnahme und behebe den Fauxpas. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Er sagt jetzt auch, hey, Zeit, hallo, toll, dass du gehst. Ich wollte dich fragen, ob du Mitbewohner werden willst. Die Wohnung viel größer, ein viel größeres Zimmer, ist viel besser zu deinen das viel besser zu deinen Aufgaben passt. Natürlich möchten wir das, wir müssen aber 160 ansparen. Und dann eben 80 Dollar im Monat, glaube ich, an Miete bezahlen. Das kriegen wir aber auch noch hin. Ja, und das Spiel macht jetzt halt so, als wären wir auf dieser Games Convention gewesen. Wir haben sie aber in Wirklichkeit halt leider nicht gesehen. Auch wenn man dort irgendwas machen könnte, konnten wir das jetzt leider nicht machen. Ich konnte es bisher auch noch nie machen, weil ich eigentlich immer an der Stelle aus dem Spiel geflogen bin. Aber vielleicht finden wir das ja bei einer der nächsten Gelegenheiten noch heraus, was man da so machen kann. Wir schlafen jetzt erstmal und essen nochmal eine Runde. Und müssen auch für die Prüfung noch lernen. Erstmal, Moment. Ah, da steht jetzt noch nichts drin. Schade. Dann machen wir noch ein Gameplay-Video von einem älteren. Das. Machen wir das mit. Hier passt das ganz gut rein. Und einmal noch. Und bei Handlungswechsel. Das lange erwartete Spiel wurde von Honey PSP bla 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 wieder nicht für unseren PC. Schade. Ich weiß nicht, ob man es gerade im Video hört, aber bei uns donnert und gewittert es gerade. Deshalb werde ich nicht mehr lange spielen, sondern das Spiel gleich mal pausieren, bis sich die Lage hier verbessert hat. Aber ihr seht schon, wir machen wieder den ein oder anderen neuen Rekord hier. Laden das Ganze hoch und beschäftigen uns mit unserem Studium. Studium beschäftigen, immer wichtig. So, da kommt er zurück und schicken wir ihn gleich wieder weg. Lustig ist auch, dass er mitten in der Nacht studieren geht. Lange war das Spiel für Nintendo DS. Okay, den haben wir auch nicht. Dafür haben wir zwei neue Karten. Wieder ein Level Up hatten. Wir haben hier einmal die Abonnenten geschafft.
Und jetzt passiert auch das, was ich eben gesagt habe. Das Haus wird eindeutig zu klein für dich. Solange du hier lebst, wirst du keine neue Erfahrung bekommen. Also wir bleiben jetzt immer bei Level 8. Außer wir gehen hier auf die Tür, auf dein Zuhause und ziehen praktisch von hier nach da oben. Die Anforderungen sind die $160, die haben wir erfüllt. Und dort können wir praktisch, haben wir praktisch monatliche Kosten von $80, dafür haben wir schnelleres Internet. Die Arbeitsplätze bleiben gleich, wir also immer noch allein von uns. Kochen wird von uns bezahlt. Da gibt es Brot und Wasser umsonst, aber wenn wir was anderes wollen, was mehr Hunger auffüllt, müssen wir es selbst bezahlen. Hier ist es halt gratis. Hier müssen wir dafür lernen für Prüfungen, das müssen wir dort nicht mehr. Dafür können wir hier nicht für Kurse lernen. Dort können wir Kurse machen, die kosten $50, $100, $200 und verbessern unsere Videobearbeitung. Und wir haben hier keine Mitbewohner, aber dort haben wir welche. Ja, ist wie dieses YouTuber-Haus in Köln, das man so vielleicht mal kennt. Daran ist es, denke ich, stark angelegt. So, wir gehen mal schlafen und essen. Dann würde ich sagen, legen wir noch ein Studium. Den Februar machen wir noch zu Ende und dann können wir umziehen. Dann ist auch, denke ich, die Folge zu Ende und dann beginnen wir in der nächsten Folge in unserer neuen Wohnung. Es ist lange, weil das Spiel Failout wurde veröffentlicht am 15. Heute ist der 15., dann kaufen wir uns jetzt Failout. Und dann zeige ich euch auch mal dieses Preview-Video. Failout da. So. Ein ganz kleiner Moment, machen wir schon das Fenster zu. Es regnet nämlich tierisch viel. Und da bin ich zurück. Das Spiel ist auch angekommen und wir setzen uns direkt ans Spiel ran. Failout. Preview-Video. Fortsetzen, ja. Für die PSP wurde da wieder was. PSP veröffentlicht. So, du startest die Aufnahme. Lustige Begrüßung. Du bist ein Level aufgestiegen. Profis, singender Kommentar. Ladebildschirm mit Hinweis. Unlustiger Kommentar. Zusammenfassung des Spiels. Sarkastischer Kommentar. Eine Zusammenfassung des Spiels wird angezeigt. Winkende Verabschiedung. Somit haben wir dann die fünf Bildschirme abgearbeitet. Hier alles drin und rendern das Ganze durch 83% Interesse. Das ist halt das, was vorhin gemeint wurde. Wenn das Spiel brandneu ist und man macht ein Preview, dann wollen es alle sehen. Es ist was ganz Neues und es gibt auch hohe Aufrufzahlen, soweit ich weiß. Und dann machen wir jetzt schlafen, was essen. Wir haben auch mittlerweile schon fast 20.000 Abonnenten, immerhin. Steigert uns das langsam. Deshalb wollte ich den Februar hier noch machen, weil solange wir hier noch sind, müssen wir nichts bezahlen für Essen, für die Wohnung. Und da können wir halt hier noch ein bisschen Geld anhäufen. Vor allem will ich den PC auf jeden Fall noch upgraden. Der kostet 250. Den neuen Bildschirm, das ist, denke ich, wichtig, dass wir das vorher noch machen. Deshalb machen wir vielleicht sogar auch noch den März hier ein wenig. Außer wir würden jetzt von irgendwoher noch einen Auftrag, einen Geldauftrag oder so kriegen, der uns da halt wirklich jetzt im Februar noch ordentlich Kohle reinbuddert. Aber sofern das nicht der Fall ist, müssen wir eben gucken, wo wir bleiben.
So, wir schlafen nochmal und essen was und dann gehen wir an das Gaming-Video. Und zwar machen wir dann das Gaming-Video hiervon. Da haben wir übrigens eine neue Karte. Ja, ja, wir haben für sie wieder zu wenig gelernt. Schlag mich tot. Und deshalb gibt sie uns bald Hausarrest. Das ist so der Standardspruch. Immer wenn wir ihrer Meinung nach zu wenig gelernt haben, kriegen wir von ihr bald Hausarrest. Deshalb ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, bald umzuziehen, denn da haben wir die Probleme dann nicht mehr. So. Wir starten. Tanzende Begrüßung. Du hast die ganze Beute bekommen. Professioneller Kommentar. Spieltutorial. Singender Kommentar. Du hast ein Easter Egg gefunden. Das ist auf jeden Fall dabei. Sag. Ne, machen wir hier. Und eine Zusammenfassung eines Spiels. Das Spiel wird angezeigt. Abspann. Dann haben wir, denke ich, gerade in Nachbearbeitung ordentliche Werte. Ja, klar, machen wir für dich ein Gameplay-Video. Und noch 66%, da ein neuer Rekord, da ein neuer Rekord. Das ist toll. Vielleicht kriege ich da mal weniger Kommentare mit. Wer hat denn das nachbearbeitet? Du willst ein YouTuber sein? Ein YouTuber kann das aber besser nachbearbeiten. Ja, du mich auch. Da ist auch schon das neue Spiel. Den müssen wir erstmal reparieren. Wie lange haben wir denn Zeit für das Spiel? Bis 5 Tage nur. Oha, das ist wenig. Wir gehen mal studieren. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Einmal schlafen, einmal essen. Und am besten nochmal studieren dann. Das meine ich, wer hat dieses Video nachbearbeitet? Ich lach mich weg, so schlecht. Dieses Kommentar ist eigentlich immer dabei. Jede Menge Daumen hoch, ein paar Daumen runter, aber das Kommentar taucht immer wieder auf. Ich weiß absolut nicht wieso. So, kommt er jetzt endlich zurück? Jawohl. Und dann geht er jetzt studieren? Jawohl. Nochmal schlafen und essen, damit wir voll sind. Und dann machen wir nämlich das neue Video für sie. Die Nachbearbeitung war eines der höchsten Punkte, die wir eben hatten. Das kann ja jetzt gar nicht sein. Seht ihr, das mussten wir uns jetzt gar nicht kaufen, haben wir jetzt von ihr gekriegt. Wunderbar. Vom Essen brauchst du gar nicht. So, wir legen los. Da passt jetzt vom Symbol her nichts.
gucke ich immer, was brauche ich noch. Aber gar nichts dabei. Machen wir das hier höher. Immerhin haben wir noch 3 Punkte hier reingekriegt. Und wir rendern das Ganze. Und laden es hoch. Und währenddessen gehen wir nochmal studieren. Ach, ich weiß wieder, wie wir das gemacht haben. Wir waren arbeiten ohne Ende. Wir hatten die ersten paar Tage vom Monat, waren wir in der Woche 8-mal studieren oder so. Da hatten wir es in den ersten 2 Wochen, hatten wir es voll. Also der kann nur eine gewisse Anzahl studieren gehen. Ihr seht, ich habe genug gelernt. Und dann, das können wir jetzt ja auch machen, haben wir Arbeit und haben uns so halt Geld dazu verdient. Und mittlerweile verdienen wir schon ein bisschen mehr, schon $50 oder so von uns bei unseren Videos. Wir können das gleich auch mal gucken. Hier müsste irgendwo stehen. $271.50 machen wir im Monat, immerhin. Und jetzt können wir aufrüsten. Ach, der Computer arbeitet noch. Okay, dann gehen wir auch nochmal arbeiten. Jawohl, ordentlich Geld. Ne, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Nein, 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 nein. So, aufrüsten. Wir holen uns die neue CPU. Tastatur haben wir. Monitore. Uns den neuen. Maus haben wir. Webcam. Mikrofon. Kopfhörer noch nicht. Mit Programm haben wir Kopfhörer. Passt haargenau. Weil wir so gut gelernt haben, bekommen wir dann ein Geschenk. Jetzt gehen wir erstmal pennen. Wir haben so viel gearbeitet, sind total müde. Jetzt gucken wir mal. Wunderschöner neuer Computer. Bam. So schaut's aus. Gehen wir mal was essen. Neue Kopfhörer. Jetzt haben wir alles auf dem aktuellsten Stand. Dann machen wir jetzt noch ein Video und dann beenden wir das Video. Im Moment haben wir wirklich über $400 ausgegeben. Aber mittlerweile verdienen wir auch gut an unseren Videos. Für jedenfalls von Anfang mit über 30.000 Abonnenten. Das kann sich schon mal sehen lassen. Arbeitsplatz, niedrige Auflösung. Ausgabe. So, und los. Jawohl. Da passt mal wieder nix. Machen wir das. Da passt das. Was, du verlierst Abonnenten, solltest mir aufnehmen. Ja, ich bin ja dabei. Meiner Meinung nach besser passen. Und wir rendern.
Bearbeitung, der Nachbearbeitung, ein neuer Rekord, aber trotzdem wird es wieder einen Kommentar geben, der sagt, mi, wie kann man das für so nachbearbeiten? Aber naja, hochladen. So, was will sie denn? Ha? Party. Dann nehmen wir die noch mit. Auf zur Disco. Disco, Disco, Party, Party. Disco, Disco, Party, Party. Und die Folge wird auch ein klein wenig länger, weil ich nicht aufgepasst habe. Wir müssten jetzt bei 24, 25 Minuten sein. Ich quatsche jetzt einfach ein wenig mit ihm. Und Vlogs können wir keine machen. Wir gucken uns mal kurz um. Ja, eine normale kleine Disco. Wir verschwinden. Gucken noch die Karte, die wir gekriegt haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in einer der nächsten Folgen. Die Abonnentenzahl steigt, die Aufrufezahl steigt. Und dann ziehen wir, sobald wir jetzt noch mal ein bisschen Geld verdient haben, in unsere neue Wohnung. Und ab dort geht's weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann. Ciao.